So, nach langer Zeit geht's endlich mal wieder Rette die Welt. Nach den ganzen Missionen für Battle Royale habe ich dann jetzt endlich mal Zeit gefunden dafür. Und wie ihr unten seht am Puzzlecode, es ist einiges passiert über Nacht. Also wir sind jetzt bei, auch wenn hier steht 218 Abonnenten, wir sind schon bei 220 Abonnenten. Deshalb ist die neunte Zahl auch schon da. Und ich möchte einfach jedem danken, der jetzt abonniert hat. Ich kann eigentlich, ja, was soll ich da sagen? Ich kann nur Danke sagen. Bin halt wirklich, was das betrifft, ein bisschen überwältigt, weil ich halt nie gedacht habe, dass das alles so schnell geht. Und wenn du wissen willst, wie das unten mit dem Paysafe-Code klappt, einfach unten in der Videobeschreibung habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal persönlich vorstelle und auch erkläre, wie man den Code einlösen kann, etc. Weil ich hatte ja mal ganz am Anfang dann gesagt, wo ich das eingeführt habe, da unten wird immer ein Code stehen. Das Einzige, was sich natürlich irgendwann mal ändern wird, sind die Abonnentenzahlen, ab wann es dann wieder die nächste Zahl gibt. Weil ist klar, wenn man größer wird, dann sind auf einmal 100 Abonnenten nix. Weil dann kann ich quasi nach jedem Video unten den 10-Euro-Code hinschreiben. Und dann ist so ein bisschen meine Aufgabe natürlich auch ein bisschen verloren gegangen. Ich will ja kein richtiges Gewinnspiel machen, sondern einfach jeder die Möglichkeit, immer einen Code zu knacken. Unten stehen die Zahlen. Desto mehr Abonnenten wir kriegen, desto mehr Zahlen gibt es. In dem Sinne, also die Idee an sich finde ich eigentlich nicht schlecht. Ich habe es auch noch nirgendwo gesehen. Von daher mal gucken, wie sich das alles so weiterentwickelt. Aber jetzt zu der Aufgabe: Wir sollen Ölproben sammeln. Ich war jetzt auch schon dreimal in der Mission drin und dreimal verkackt, weil die Mission gescheitert ist. Heißt dreimal neue Aufnahme. So, dafür müssen wir einfach nur im Portal reingehen und egal welche Mission. Ich mache das jetzt mal ganz anders. Ich mache das jetzt mit anderen zusammen, weil es muss eine 46 Plus Zone sein, ist es sowieso immer. Und mit anderen zusammen gibt natürlich auch noch mehr Bonus und. So, schauen wir einfach mal, wo wir dazugeschoben werden. Dann. Okay. Man sieht eh nicht, welche Aufgabe. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, aber mich schon öfters jetzt gesehen hast, lass doch bitte endlich mal ein Abo da. Ihr wisst doch, Support ist kein Mord. So, aber ich sage, allein von gestern, warte, wann habe ich angefangen? Um 3. Also im Prinzip noch nicht mal in 12 Stunden über 50 Abonnenten gemacht, was natürlich viel ist, wenn man erst 200 hat jetzt. Also war das mal gerade ein Drittel meiner Abonnenten, die einfach dabei kamen. Und natürlich die Kommentare auch. Ich sage ja, noch kann ich jedem antworten. Irgendwann wird es vielleicht schwieriger, was natürlich innerlich nur ein Traum ist. Aber noch ist alles möglich. Von daher schreibt einfach unten rein, wenn ihr Fragen habt, egal wie. So, erstmal dumm schalten. So, ach, hier haben wir das mit den drei Atlassen. So, da sehe ich schon den ersten Bohrturm. Also bei der Aufgabe muss man echt die Augen aufmachen, weil die werden einem erst gezeigt, wenn du quasi davor stehst. Aber so sehen sie halt aus und dann einfach abbauen. Dann. Mal gucken, ob hier die Atlasse genauso wie die anderen sind, wo ich schon in der Aufgabe war. Waren sie nämlich mitten Was im machen wir damit? Wohngebiet. Ich weiß es noch nicht. Aber mir ist der Gedanke gekommen, was wäre, wenn das nicht der erste Sturm wäre? So, jetzt ist noch die Frage, ob Ich ich schon einen schätze daran, ich habe Radarturm nie bauen drüber soll. nachgedacht. Ich denke fast nur an Massenaussterben. Ich weiß, ich habe all deine Abhandlungen gelesen. Hab all deine Abhandlungen überflogen. Das muss so aufregend für dich sein, ein Massenaussterben zu durchleben. Also aus wissenschaftlicher Sicht nicht so wie Juhu, Tragödie. Das hat sich very fies angehört. Ich muss weg. So, ich hab den Ziel noch nicht Bauschaustein hin, gefunden. dann habe ich nämlich auch die Tagesaufgabe fertig. Lustige war eh, wo ich eben allein hier drin war,
Da kam 24 Minuten gar keiner. So. Hier volle Wand. Aber manchmal nerven diese Radartürme auch, ey. Besonders wenn die dann da unten schon anfangen wieder rumzuhämmern. Dieses Ziel ist eine Herausforderung. Such weiter. Ich will da eine Wand hin haben. Fallen alles ineinander, ey. Das ist ein Durcheinander immer, ey. 100 Pro gleich wieder die Hälfte vergessen. Ich bin immer froh, wenn ich schon mal oben bin. Und ich weiß, hiervon fehlt mir die Rückseite. Ziel erfasst. Platziere den Atlas auf dem Ziel, wenn du soweit bist. Ah, wartet gerade noch 2-3 Minuten. Du musst in die Höhe bauen, um den Atlas zu platzieren. Was ist das für ein großer Radarturm, ey? Schön wär's. Hallo. Was ist das denn für ein Scheiß? Der Moment, wenn nichts klappt, wie man will. So, jetzt muss ich gucken, wo ich was vergessen habe. Bestimmt eh wieder hier außen irgendwo. Ist ja nicht immer so. Ja, wie ich gesagt habe. Ah, ne, ist normale Wand. Man den denn überleben? Ich bin ein Bär. Verschwinde. Kein Bär. Ist das dein Ernst? Der greift einfach alles an, was hier ist. Ich war ein Bär. So, so jetzt nur noch aktivieren. Leicht irritiert gerade. Da, 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 hoch. Zack. So, haben die irgendwo einen Ölturm gefunden? Natürlich nicht. Ein schwebender Atlas hat seine Befestigung verloren. Du musst deine Festung bis zum Atlas bauen, damit er wieder aktiviert wird. Und vergiss nicht, die Befestigung zu schützen. Das war ich.
Quatsch, was ist denn für ein Kack? Gute Arbeit. Leg Blue Glow in den Atlas ein. Missionskontrolle öffnen, wenn du bereit bist zu beginnen. Jetzt muss ich erstmal wieder alles umbauen, ey. Boden ist auch richtig gut. Habe ich eigentlich noch eine Ratte? Nö. Ganz entspannt. Ein schwebender Atlas hat seine Befestigung verloren. Du musst deine Festung bis zum Atlas bauen, damit er wieder aktiviert wird. Und vergiss nicht, die Befestigung zu schützen. Ah ja. Eigentlich reicht es doch, wenn wir hier... Nein, oder? Was geht denn hier ab? Hier gehen bestimmt wieder etliche Materialien drauf. Okay. Da sind meine Bauskills dann wieder schon zu Ende, wenn ich das hier sehe. Kreuz, wenn ich irgendwann genauso bauen kann, ey. Auch in der Geschwindigkeit. Reicht das so oder sollen wir das noch upgraden? Setz dir mir jetzt eine Wand genau vor sie. Mann. Ich war ein Bär. Dann sind noch zwei Felder. Hier kannst du eigentlich mal die Reifen platzieren. Aber ich gucke erstmal dann, wenn es läuft. Ach, das ist der Atlas. Ich würde mal sagen, ey. Das ist eine Wand. Ich laufe hier rum wie der letzte Move. Aber mir reicht es, wenn wir es ganz normal schaffen. Ganz ehrlich. Das ist genug, Blue Glow. Du schaffst es, Kommandant. Ich habe überhaupt nicht gesehen. So, wir kommen von da. Minuten lang verteidigen, ja, heilige Zeit. Wäre schön, wenn du den keine Rampe dahin baust. Geht nicht.
sagen, die 1000 Hüllen kriege ich hier so hin. Aber mit der Gruppe sieht es echt fleiß aus. Das ist mal eine vernünftige Gruppe. Was ist das denn? Tergrube? Hab ich noch nie gesehen. Oh, Zerstörer kommt. Auch schon wieder weg. So, Richtungswechsel. Und wieder da oben. Schön wär's. Kannst wieder nirgendwo bauen, ey. Ach, die war für den Arsch. Erstmal gierig draufstürzen. Schlechte Neuigkeiten. Zermal mal. Doch mal schnell Munition herstellen. Jetzt wird's feurig!
danke für den Abo. Warum können denn hier immer wieder vereinzelt schon? Also im Ganzen sieht es ja gut aus. Der schießt auf mich. Nur noch 30 Sekunden. So, ich sag schon mal GG an die Gruppe. Hier wird, denke ich mal, nichts mehr passieren. Oh, er war schon da. GG! So, mit den Ölbohrtürmen, habt ihr gesehen, muss ich wahrscheinlich schon öfters reingehen jetzt. Weil hier war auch nur einer. Kann ich also wieder ein bisschen solo rumtouren. Aber vom Schaden her ging es ja bei mir eigentlich noch. Gut, dafür hat der andere halt mehr gebaut, um Gottes Willen. Mal gucken, 2,5. Ne, 2,6. Also gerade mal gucken, ob wir eine vernünftige Belohnung haben, aber ich glaube, da war nichts mehr. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt echt anfangen, EP zu farmen und hast du nicht gesehen. Überlebenden EP, Skizzen EP, Helden EP brauche ich keine mehr, weil die ist schon auf so hoch wie es geht. Auf jeden Fall Skizzen und Überlebenden EP. Ohne Ende. Da. Dann steht ja bald wahrscheinlich auch unsere Schildverteidigung vor der Tür. Das darf eigentlich auch nicht lang dauern. Aber diese Abonnentenzahl, das ist echt. Oha, 6 Aufträge, läuft. Ja, 81.000 Überlebenden EP, das ist schon mal gut. Das ist auch immer gut. Sowieso, V-Bucks kann man immer gebrauchen. Ah, jetzt gibt's ein EP. Wieder V-Bucks, war Tagesaufgabe. Ah, 2 Mini-Lamas. Yeah! So, gucken direkt. Ja, mit der Skizze ist uninteressant. Die können wir auch direkt wieder verwerten. Eigentlich die Skizze können wir genauso wieder verwerten. Ich benutze die eh nicht mehr. Kriegen wir wenigstens noch schön was zurück. So, dann kann ich mich die Ratterer eigentlich. Müsste doch passen, oder? Zack, zack. Maximallevel, dankeschön, mehr wollte ich schon nicht. So, mit der bin ich eigentlich auch relativ zufrieden, aber ich bleibe jetzt erstmal bei der Ratterer. Warte mal, 68. Gerade gucken, welche habe ich da unten in der Tasche? Ach, ich habe noch einen 58er. Zwei 58er. Ja, dann verballer ich die erstmal. Ich glaube, hier fehlt mir eh Material. Aber ich probiere es jetzt nicht aus, nicht, dass ich da wieder Material unnötig verballer. So, dann gucken wir mal. Was passiert hier gerade? Ich schätze mal, eins kriegen wir heute auch noch hin. Nee, nix Währung holen, da will ich hin. So. Weißt du was? Ich bitte Upgrade. Nein. Ich liebe süß. Es, den Guten zu helfen. Noch süßer. Wow. Anfang hat man sich noch drüber gefreut. Oh, nochmal?
Hallo? Ich finde jetzt nur graue Sachen. Na, Überlebende, aber blau. Blau brauche ich sie nicht. Brauche sie lila. Mindestens. So, dann würde ich sagen, war es erstmal damit. Ihr seht ja, ich bin schon alles am Aufleveln und hast du nicht gesehen. Weg damit. Ich will kein Blau. Zack. Hier, der ist auch Level 26, aber ich will halt wirklich jetzt alle, die ich habe, hochleveln und gucken, was bei rauskommt. Und mit 86.000, gerade mal gucken. Ja, die Teams werden ja eh immer wieder umgebaut. Ihr seht ja, die EP, die sind so schnell weg. So. Ja, auf 43 werde ich nicht mehr kommen. Nein, 42,5. Aber wie ihr seht, jetzt hat er wieder alles umgeworfen. Ich finde das immer wie ein Phänomen. Aber wir sind auf einem guten Weg, denke ich mal. Von daher mache ich mir da eigentlich keine großen Sorgen jetzt. So, dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen, falls du noch dabei bist. Und bis zum nächsten Video. In dem Sinne, haut rein, like nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen. Wie ihr wisst ja, kein Abonnent, dann jetzt. Und tschüss.